Hallöchen Leute und willkommen hier zu einer Folge ein bisschen Punkt für Punkt mit Tobi. Und zwar spielen wir heute Sound Dodger Plus. Und zwar ist das so ein Musikspiel, so etwas wie auch, wie heißt das? Dieses scheiß Spiel da, dieses Psychospiel da, wo, ach, ihr werdet sehen. Und vielleicht hört ihr es an meiner Quali, ich habe ein neues Mikrofon, ja. Und zwar habe ich das T-Bone SC450 USB. Was soll ich noch sagen? Ja, es ist das Podcast-Bundle, falls ihr es auch kaufen wollt. Das ist geil, es hat Stativ, Paupschutz, Mikrofon, Spinne, halt alles dabei, was man braucht. Es braucht auch kein Mischpult, weil es USB halt ist und ja. Ich denke mal, wir kommen jetzt zum Spiel hier und ich habe es ziemlich laut eingestellt, aber das sollte uns eigentlich nicht daran hindern, weil, jo, ich mache es einfach ein bisschen leiser bei mir, damit ich nicht allzu einen Ohrenschmerz bekomme und ja, los geht's. Und zwar spielen wir nicht so ein Spiel, sondern machen unsere eigene Musik und zwar hier Auto Generator Mode. Ich wähle schnell meine Musik aus, das werdet ihr vielleicht nicht sehen. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Und zwar nehme ich hier von meiner Playlist einfach etwas. Nehme ich jetzt, ich nehme jetzt One More. So, das nehme ich jetzt. Jetzt analysiert es die Musik und macht ein Level draus. Und, ja. Oh, wie ihr seht, es ist ein bisschen psychohaft und manchmal kann ich... Würde ich eigentlich das alles, würden sie mich treffen, aber manchmal zählt es irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, wie das Prinzip von diesem Spiel ist, aber du musst halt das ganze Lied überleben. Und dieser Kreis hier innen ist die Lebens sozusagen Lebensanzeige und die Prozente werden dann, also die Prozente von den Leben, die du noch hast, wird dann am Schluss, wow, dann zusammengezählt und ja, dann halt so ausgewertet. Und wie ihr seht, das ist nicht so einfach, das ist auch so ein halbschweres Level, ich hatte schon schwerere. Also wirklich sauschnelle, da kam von allen Seiten die ganze Zeit was. Und da konntest du natürlich nicht sehr gut überleben. Trotzdem habe ich es noch ziemlich gut geschafft. Und Alter! Und ich, ja, ich habe bis jetzt noch nicht diesen hier gebraucht. Womit ich dann halt langsam alles machen kann. Alter, nein! Meistens, wenn ich das mache, dann fehle ich noch. Und das ist das Schlimme. Alter! Ja, gut. Gut, gut, gut. Oh! Alter, ich habe immer so Angst hier, Alter. Ah, scheiße! Ja, das ist halt ziemlich schwer. Und das ist das erste Spiel. Das kostet bei Steam, glaube ich, 3 Euro. Ähnlich so, 3 Euro. Alter, ich kann das Spiel einfach nicht. Ich habe es jetzt schon seit einer Woche, habe es sehr viel mehr gespielt, aber ich kann es immer noch nicht. Alter, scheiße. Oh, ich muss hier irgendwie ausweichen. Das ist so schwer. Nein, Alter. Ich kann das einfach nicht. Das ist sau schwer. Das, ja, okay, das ist ein sau schweres Lied, wie man sieht. Es gibt auch sehr einfache da... Müsst ihr mich nicht fragen, es gibt viel einfachere natürlich für den Anfang und ich bin eher so ein Anfänger davon, ich kann solche Spiele auch nicht spielen und jemand, der das Spiel zum ersten Mal gespielt hat und nicht allzu, sagen wir es mal so, sehr gut mit solchen Spielen auskennt, der wird wahrscheinlich sehr verwirrt sein, weil sich alles dreht. Ich habe mich da gewöhnt und da auch eine Technik entwickelt, wie man das hier umgehen kann, indem man halt auf die Mitte schaut und somit wird man nicht übel. Aber jetzt habe ich gerade dran gedacht, nach außen zu schauen. Ah, und jetzt wird mir schon übel, Alter. Ah, das ist schlimm. Ich bin halt nicht so der dieses Spiel sehr gut spielen kann. Wie ihr seht, ich habe jetzt wahrscheinlich schon unter 50%. Das ist nicht das beste Gameplay. Und wie man sieht, ich bin sau schlecht in diesem Spiel. Ich kann das einfach nicht spielen. Und ja, eine Runde jetzt vom Projekt her. Eine Runde mit Tobi. Alter, warum? Alter, das ist nicht normal, wie schlecht ich gerade bin. Alter. Ja, ich wollte sagen, bei diesem Projekt geht es halt darum, dass man halt schau, Alter. dass man
Halt nicht nur eine Runde, es muss nicht unbedingt eine Runde sein, die man spielt, sondern es kann auch irgendwie 10, 15 Minuten sein, halt so eine Folge. Und ja, ich denke, ich mache auch ein zweites Lied und ja, hier, Cheers New Song. So, ich nehme mal hier so ein etwas von PNR Productions. Get Back Up. Ja, komm, nee, warte, das. Na klar, ist besser. Da kommen nicht so viele Stimmen vor. Wow! Ja. Das ist eher ein bisschen ein ruhigeres Lied, aber es wird schwerer. Ich sag's euch, das habe ich glaube ich eben schon gespielt und grün ist auch so eine Farbe, da ist es ein bisschen schwerer. Alter, ich kann sogar schon hier nicht mehr ausweichen, Alter. Das ist so schlimm. Ja, okay, ich habe es seit vorgestern oder so nicht mehr gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen aus der Übung gekommen. Ganz wenig. Und ja. Eigentlich hatte ich vor, hier ein bisschen anzugeben, dass ich das kann, aber ich kann es einfach nicht. Jo. Also, ja. Alter, scheiße. Langsam. Ah, langsam wird schon schwerer, wollte ich sagen. Und ja. Ich wollte sagen. Falls ihr das Spiel geil findet, ihr könnt es euch sicherlich holen. Es ist geil von meiner Meinung nach. Ein Gelegenheitsspiel halt. Und ja, von der Bewertung her, wenn ich eine Bewertung machen würde, mache ich nicht jetzt. Aber das zeige ich einfach mal so. Wäre es von 10, von 0 bis 10 eine 6, denke ich mal, für mich. Weil es ist halt ein Gelegenheitsspiel. Wenn man es von dem Genre halt schon sagen würde, dass es ein Gelegenheitsspiel ist, wäre schon einer von den besten davon. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Gefällt euch das Projekt hier halt? Ihr könnt natürlich andere Spiele sagen, die ihr sehen wollt. Zum Beispiel jetzt GTA. Ja, GTA habe ich nicht, aber halt Spiele, die man halt einfach so schnell spielen kann, ein bisschen spielen kann und nicht so eine strikte Storyline haben. Aber es sollte auch nicht Minecraft sein. Es sollte einfach irgendetwas sein wie COD könnte es sein. Aber da will ich lieber nicht so drauf eingehen. Ich will lieber andere Spiele, die, sagen wir mal so, eher jugendfrei sind. Und ja, andere Leute, wie der Fabi zum Beispiel, können jetzt Spiele wie COD oder so machen. Battlefield könnte ich jetzt wahrscheinlich machen, weil das ab 16 ist. Und das könnte ich ja sozusagen machen. Weil Spiel ab 16, ja, das darf ich. Dann müssen wir so. Und wow. Scheiße. Na, oh, Alter. Ich bin einfach so schlecht, weil ich hasse, wenn diese Leute, diese Dinger hier mich verfolgen. Ich sag schon Leute, Alter. Und ja. Ich empfehle euch einfach mal, gebt einen Daumen hoch, falls euch das Projekt gefällt, sicherlich. Und ja. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen zu dem Projekt oder zu sonstigen Infos. Und das Lied ist auch langsam zu Ende, wie ihr seht. Und das ist auch ein schweres Ende. So. Ja, das war's auch von diesem ein bisschen mit oder eine Runde mit Tobi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen sollte, welches Spiel ich spielen sollte und so weiter und so fort. Würde mich gefallen und würde mich, würde mir gefallen halt. Und ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.